Servus, hallo. Heute wieder eine kleine Deutschübung. Und zwar geht es um Silvester. Silvester, das ist der 31. Dezember. Und vom 31. Dezember zum 1. Jänner oder zum 1. Januar ist ja der Jahreswechsel. In ein paar Tagen ist ja der nächste Jahreswechsel vom Jahr 2021 zum Jahr 2022. Und ich möchte heute drei verschiedene Wörter hier vorstellen und ein bisschen etwas darüber erzählen. Und zwar Nummer 1 ist das Wort Silvester selber. Woher kommt eigentlich dieses Wort? Warum sagen wir zum 31. Dezember Silvester? Und warum ist das der letzte Tag des Jahres? Okay, die ganze Geschichte war so. Im Mittelalter wurde einmal der Kalender geändert. Und zwar gab es einmal eine Kalenderreform, eine gregorianische Kalenderreform. Also das war so, dass man versucht hat, den Kalender eines Jahres noch exakter machen zu können. Und damals wurde der letzte Tag des Jahres von der Kirche auf den 31. Dezember verlegt. Vorher war das der 24. Dezember und am 31. Dezember, an jenem Tag, war auch der Todestag von einem Papst und dieser Papst hat Silvester geheißen und seitdem war das der Silvestertag und damit auch der letzte Tag des Jahres. Und deswegen sagen wir zum 31. Dezember Silvester. Das nächste Wort ist Bleigießen. Hast du mal von Bleigießen gehört? Also, das ist oder war ein sehr wichtiger Brauch zu Silvester. Dieser Brauch reicht eigentlich schon sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Und es geht hier um ein bisschen das Thema Orakel oder in die Zukunft blicken. Natürlich ist es jetzt eher einfach nur als Spaß zu sehen oder als Unterhaltung zu Silvester. Und man konnte bis zu 2018, weil danach wurde das Bleigießen als solches verboten, da die Bleiwerte zu hoch waren und das Blei als solches in Produkten nicht mehr in so hoher Menge enthalten sein sollte. Deswegen gab es nach 2018 das Wachsgießen und Zinkgießen als Alternative oder es gibt es jetzt als Alternative. Und das Bleigießen selber, was ist das eigentlich? Man kauft ein Set von solch kleinen Gegenständen. Jetzt ist es natürlich eher Zinn oder Wachs, ja, aber ursprünglich war es das Blei. Und man hat dann am Silvesterabend zu Hause mit der Familie oder mit Freunden das Blei beim Herd erhitzt. Ja, man hat vorher eine Schüssel Wasser bereitgestellt. Und man hat dann diese Bleigegenstände einfach geschmolzen und dann in diesen Wassertopf hineingeworfen. Und dann gab es immer verschiedenste Formen, die daraus entstanden sind. Und man hat dann versucht, oder man versucht dann, okay, aus diesen Formen ein bisschen etwas abzuleiten. Also hat das eher die Form eines Menschen, eines Autos, eines Hauses. Und man kann dann auch verschiedene Interpretationen dazu machen oder Interpretationen dazu bekommen. Auch ein ganz lustiges Thema. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist jetzt nicht wirklich ein ganz, ganz ernsthaftes Orakel oder so, ja, oder eine Zukunftsvorhersage, sondern es ist einfach ein nettes Spiel, das man gerne macht. Okay, und das dritte Wort für heute ist das Feuerwerk. Das Feuerwerk hat ja auch, also im Osten, in China, eine sehr lange Geschichte. Und zu Silvester in Europa, im Westen, wie gibt es diesen Zusammenhang eigentlich? Wie ist diese Verbindung zustande gekommen? Also, das Ganze hat mit dem Thema böse Geister vertreiben zu tun. Also diese Tradition und diesen Brauch, dass man zu Silvester oder dass man am Jahresende viel Lärm macht, das gab es eben auch schon im Mittelalter. Also da hat man die Töpfe oder Rasseln genommen, Trommeln genommen, auch Kirchenglocken haben läuten sollen, dass man zum Jahreswechsel böse Geister vertreibt. Und dieser Gedanke und dieser Brauch selbst reicht eben auch sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Also von daher kommt eigentlich dieses ganze Konzept mit Feuerwerk und Lärm machen, zumindest was Silvester anbelangt. Wie das jetzt genau im antiken China oder im alten China war, wie sie dort die Feuerwerke entwickelt haben, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber ich kann euch sagen, wie das mit Silvester zu tun hat. Und jetzt meine Frage, wie feierst du Silvester? Ich weiß ja, in Taiwan gibt es eigentlich zwei verschiedene Neujahre.
Und zwar einmal das westliche Neujahr, also jetzt vom 31. Dezember zum 1. Jänner oder Januar. Und dann noch einmal das chinesische Neujahr. Und feierst du persönlich Silvester oder ist es für dich nicht wirklich ein richtiger Feiertag, sondern du wartest dann meistens auf das chinesische Neujahr? Wie ist es bei dir? Du kannst es mir in die Kommentare schreiben und ein bisschen Deutsch üben. Meine zweite Frage ist, hast du einmal in Europa oder in einem deutschsprachigen Land Silvester gefeiert? Hast du mal diese Silvesterfeiern mitbekommen und beobachtet oder auch daran teilgenommen? Dann kannst du mir auch sehr gerne auf Deutsch oder wenn du willst auch auf Chinesisch etwas dazu in den Kommentaren schreiben. Und noch eine Sache fällt mir zum Thema Silvester ein, Glücksbringer. Also es gibt auch ganz viele verschiedene Glücksbringer, die man zu Silvester gern kauft und dann anderen Leuten schenkt. Man kann sie auch selber machen, aber solche Glückssymbole sind zum Beispiel ein Hufeisen, ein Schornsteinfeger, ein Kleeblatt, auch ein Schwein. Und dazu mache ich noch ein anderes Video. Im nächsten Video kannst du dir dann die nächste Deutschübung dazu anhören. Noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß, schreibt mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Liebe!